Guten Tag, ich muss nachsehen. Hier. Noch ein King Leo Cosplayer? Ich hab was entdeckt. Hol raus, was du hier hast. Ich gehe nicht kampflos unter. Hier, nimm das. Fünf-Finger-Technik. Mit dem Essen lasse ich dich sowieso nicht durch. Warte, woher kommt dieser Pizzageruch? Oh, das ist mein nach Pepperoni-Pizza duftendes Parfüm. Alles klar, komm rein. Was für ein Tag. Oh, das muss wehtun. Keine Sicherheit hier? Sehr gut. Das bedeutet, es ist Zeit, den Snack zu essen. Wow, Pizza. Was zieht Mädchen mehr an als leckeres Essen? Nichts. Hey, warte, lass mir ein Stück da. Oh nein, es ist nichts mehr da? Ich hab's umsonst versucht. Jeder Häftling träumt davon, aus dem Gefängnis zu fliehen. Aber nur einige versuchen's. Ah, liebe Mami. Was wäre besser, als die 911 zu rufen? Zum Beispiel die Nummer des besten Freundes. Sophie ergreift also die Chance und probiert's. Sie muss nur noch ein bisschen vorbereiten für die Aufmerksamkeit. Ich fühle mich schlecht. Was? Mir sind die Zähne ausgefallen. Ich muss jetzt sofort einen Arzt rufen. Gut, dass ich die Nummer hier habe. Hallo, hier ist das Mädchen ohne Zähne. Kommen Sie. Ha, geklappt. Herr Doktor, hier. Lass mich raus, ich will nicht sterben. Nein, der Doktor hilft dir. Keine Sorge, ich werde sie sofort heilen. Dazu brauche ich Werkzeug. Oh, was ist das? Das ist nicht effektiv, aber das hier ist nützlich. Was für ein schreckliches Werkzeug für Gefangene. Ein Arzt mit einem solchen Arsenal würde jeden abschrecken. Das würde ich nicht wollen. Genau, was ich brauche. Ich kann nicht hinsehen. Ehrlich, du hast mich so erschreckt. Er hatte so einen komischen Ausdruck. Na, da kommen wir zur Sache. Wow, das sind Gelee-Hosenträger. Jetzt hast du immer Süßigkeiten. Danke dir. Lecker. Kein Essen. Komm rein. Ich konfessiere das. Sie können gehen. Lady, halt. Es ist verboten, Essen ins College zu bringen. Ich bin eine Köchin. Na gut. Hast du das gesehen? Ja, denkst du, was ich denke? Wir müssen sofort weiße Hüte besorgen. Was ist das für ein Möchtegern-Treffen? Ja, wir sind Köche, deshalb haben wir Essen. Na dann, kommt rein. Jetzt reicht's, das ist nicht mehr lustig. Ich lasse sie nicht durch. Ich habe schon zu viele Köche reingelassen. Willst du mich veräppeln? Ich arbeite doch hier. Es ist nicht meine Schuld, dass du einen Haufen Falscher reinlässt. Ich glaube dir nicht. Du willst mich reinlegen. Ich arbeite schon seit 6 Jahren hier. Ich erinnere mich nicht. Sie sollten die Brille öfter putzen. Wozu brauchst du sie, hä? Du kannst doch nicht mal die Sonne sehen. Oh, ich lass dich nicht rein. Ich mag eine lokale Berühmtheit sein. Du bist cool. Oh nein, das ist Mrs. Brown, die strenge Lehrerin des seelenlosen Verbots für Lebensfreude. Was ist das? Süßigkeiten? Wo sind dann die Regeln? Kein Essen im Klassenzimmer. Hör zu, ich schlag vor, wir riskieren das nicht. Moment mal, du kannst ja reinkommen. Warum solltest du dich einschränken, wenn du Süßigkeiten so hast? Wirf ihn. Das Wichtigste ist nicht zu verfehlen und ein anderes Fenstertreffen. Nicht gerade der beste Wurf. Oh nein, Bruder, ich rette dich. Wie kannst du es wagen? Kannst du dir nicht vorstellen, welche Strafe wartet? Das wirst du bereuen. Heiliger Bimbam, Leo, der schlechteste Schütze im Team. Das ist Pech. Das ist in Ordnung. Kommen Sie rein. Und Sie, Fräulein, können das nicht nehmen. Süßigkeiten sind hier nicht erlaubt. Was ist das für eine lächerliche Regel? Ich kann es nicht ändern. Oh, Miss, Sie dürfen auch keinen Fisch mitbringen. Ach, schau doch mal. Und was soll ich da sehen? Ah, wie kommt das? Ray, du solltest die Regeln des Ortes lernen. Ich schätze, ich habe einen Grund, dich reinzulassen. Stimmt. Sie hätte netter sein sollen. Um den Plan zu verwirklichen, muss Sophie nur die Sprite in die Tüte füllen, Quallenfische hineinsetzen, voilà. Das süße Fischbecken ist da. Der menschlichen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht,
Essen zu finden, wenn man einen Film sieht. Wow! Und der Fisch ist nicht echt. Ich krieg dich schon. Was ist los? Ich hab dich, Süße. Mm. Du bist verrückt, ein Schurke. Wie kannst du grausam sein? Wir sollten verschwinden. Warum rennen alle weg? Der Film ist gar nicht schlecht. Bin ich das süße Gefängnis? Klasse. Es gibt nichts, was ich mehr liebe als Donuts. Mm. Aber Leo ist nicht der einzige Liebhaber dieser Produkte. Er hat einige ernsthafte Konkurrenten, die selbst jeden Krümel haben wollen. Das sind unsere Riegel und unsere Donuts. Nein! Oh mein Guss, nicht wieder. War das nur ein Albtraum? Sind sie in echtem Leben ausgegangen? La la la. Warten Sie, Miss. Ich kann Sie nicht mit dem Spielzeug reinlassen. Aber ich will es nicht weggeben. Was soll ich denn tun? Oh, was für ein süßes Baby. Ein super Lebenstipp von Alice. Du kannst dein Poppet ganz einfach in der Windel verstecken. Was für eine coole Idee. Du nimmst dein Spielzeugbaby, steckst deinen Poppet in die Windel und niemand merkt es. Dein Baby ist bezaubernd. Oh, süß. Ich hoffe, er hat's nicht gehört. Wie peinlich. Oh, diese Knirpse. Weißt, was ich meine, oder? Ja, komm rein. Wenigstens riecht es nicht so schlimm. Super. Jetzt kann Ellen den Film mit der entspannenden Kraft vom Puppet genießen. Was ist das? Aber übertreib nicht zu sehr. Hier ist keine Security, aber genervte Zuschauer, die sich am Spielzeug stören. Hey, woher kommt das Geräusch? Entschuldigung. Ja, diese Spielzeuge verärgern die Menschen. Lass mich raus, sofort. Ich wäre ein Anwalt. Ich werde sie verklagen. Wenigstens habe ich meinen Schokoriegel. Den konfisziere ich. Keine Leckerei. Das ist unfair. Lecker. Das werde ich heimzahlen. Ein Leben ohne Leckereien, das ist eine grausame Regel, mit der sich Sophie nicht abfindet. Schnell findet sie eine Lösung für das Problem. Warum schickt sie ihrer besten Freundin nicht einen Zettel? Sie wird sie bestimmt nicht verlassen. Jetzt braucht sie nur noch die Gefängnispost. Sophie, ich bin genauso gekommen. Oh, Ellen, was für ein Glück. Also, das geht ja gar nicht. Eigentlich gibt's hier strenge Regeln. Du darfst es nicht herbringen. Wie soll ich das Sophie beibringen? Ich habe eine Idee. Bring das nicht mehr mit. Nein, wie bekomme ich jetzt meinen Zucker? Ich bin der Einzige hier, der snacken darf. Hallo? Ich bin der Hausmeister. Hm? Was? Du? Okay, mach schon. Hey, komm her. Sieht so aus, als wäre er sehr beschäftigt. Ich bin's. Oh, ich hab dich gar nicht erkannt. Hast du es mitgebracht? Ja, schau. Genial. Das sind so viele Süßigkeiten. Ich liebe dich. Oh, sei vorsichtig. Wir haben gleich ein Problem. Wir müssen alles austrinken, bevor es schaumig wird. Oh, Mädels, von außen ist es ganz anders. Ja, was trinken die aus dem Eimer? Es ist so gut. Limo. Oh, ich hab's so vermisst. Das ist ja furchtbar und ekelhaft. Nicht so. Keine Puppets. Auch keine Simple Dimple. Hier. Warte, zeig mir den Inhalt. Naja, da ist nichts Verbotenes drin. Hm, na gut. Na endlich, ich liebe meinen Job. Aber Frau Braun sollte die Gerissenheit der Schüler und die Vorliebe für Anti-Stress-Spielzeug nicht unterschätzen. Da ist er, mein Lieblingslippenstift. Er wird mich unwiderstehlich machen. Wow, hat sie ein Poppet anstelle von Lippen? Hey, Hübscher, fang! Wow, das ist ein Poppet? Danke, das ist nett. Was macht ihr denn hier? Ist das ein Puppet? Ihr zwei werdet bestraft, weil ihr gegen die Regeln verstoßt. Raus! Schmuggelt ihr oft Leckereien irgendwo hin? Welche Methoden habt ihr? Schreibt eure Antwort unten in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren.
Tschüss.